Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis Schmelz und ich werde euch heute ein bisschen was über Imagefilme erzählen. Vor allem, wie man Imagefilme erstellt. Von der Vorproduktion über die Produktion bis hin zur Postproduktion und auch die Vermarktung. All das in diesem Video, also bleibt dran und bis gleich. Ja, willkommen zurück und schön, dass ihr mit dabei seid zum heutigen Video. Der eine oder andere wird es erkannt haben, neues Büro, neue Umgebung, also hat sich nicht viel getan. Eigentlich der Schreibtisch steht wie immer, die Bilder hängen wie immer, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen an der Hintergrundfarbe aufgefallen. Genau, aber nichtsdestotrotz seit langer Zeit mal wieder aus dem Office und heute geht es um das Thema Imagefilm. Ein sehr wichtiges Thema, für viele auch wahrscheinlich die Haupteinnahmequelle. Imagefilme ist ja sehr weit gefächert, das können Imagefilme, sind ja alles im Prinzip. Die meisten verbinden es mit Firmenfilmen, also Corporate-Filme für Firmen. Das kann aber auch zum Beispiel ein Reiseunternehmen sein, das kann alles Mögliche sein. Imagefilm, da geht es ja darum, das Image einer Firma nach außen zu transportieren. Der klassische Imagefilm ist wahrscheinlich der normale Unternehmensfilm. Also quasi, ich zeige mein Unternehmen, XY, was macht das Unternehmen? Dann sieht man vielleicht noch den Firmenchef irgendwo sitzen, der ein Interview gibt und sieht dann ganz viele tolle Bilder, alles super schön inszeniert. Das ist so dieser typische, klassische Imagefilm. Da haben wir alle schon tausend von gesehen wahrscheinlich und wahrscheinlich auch viele schon gemacht als Filmemacher. Also ja, Imagefilme sind auch ein bisschen in Verruf gekommen, weil es halt eben sehr trocken ist, immer dasselbe ist. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe einen sehr coolen Wettbewerb gefunden, bei dem ihr mitmachen könnt und da könnt ihr euch ein bisschen austoben. Die wollen halt eben nicht diesen klassischen Imagefilm mit Firmenchef hier und O-Ton da und Schnittbild da, sondern die möchten einfach neue Ideen out of the box gedacht. Und zwar gibt es derzeit von den Bayernwerk, also der Firma Bayernwerk, das ist der größte Stromnetzbetreiber in Bayern, der die Energiewende aktiv vorantreibt, sehr viel mit grüner Energie macht und sehr nachhaltig unterwegs ist. Und der hat einen Filmwettbewerb ausgeschrieben. Da könnt ihr mitmachen bis zum 15. November. Und das möchte ich euch heute erklären, was es mit diesem Wettbewerb auf sich hat. Und möchte euch da praktische Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr ja, da gewinnen könnt. Aber das könnt ihr auch für jedes andere Projekt natürlich nutzen. Das sind generelle Tipps zum Thema Imagefilm, aber eben anhand dieses Wettbewerbs. Das Ganze läuft unter dem Slogan, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Mach deinen eigenen Film und zeig uns, wie Nachhaltigkeit auf Bayerisch funktioniert. Auf jeden Fall viel kreativer Spielraum. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Die Preise sind auch nicht zu verachten. Der erste Preis sind 10.000 Euro, ein exklusiver Filmauftrag bei der Firma Bayernwerk und ansonsten gibt es noch 2.000 Euro Gutschein bei Calumet und einen eintägigen Workshop bei Medienreich. Also ja, Preise sind natürlich immer gut, immer ein schöner Anreiz und wir nutzen einfach diesen Wettbewerb jetzt mal als Grundlage für unseren Imagefilm. Der allererste Schritt bei jedem Imagefilm ist erstmal die Kundenanalyse. Also ich muss erstmal den Kunden verstehen, ich muss mich in den Kunden hineinversetzen. Wenn es noch kein Stammkunde ist, wenn es ein Erstkontakt ist, fahre ich dahin. Dann rede ich mit denen, dann habe ich ein Gespräch. Dann, ganz wichtig, die Kernaussage des Films. Also was soll in dem Film transportiert werden? Soll mehr Umsatz generiert werden? Soll vielleicht irgendein Produkt verkauft werden? Sollen Mitarbeiter geworben werden? Also so ein genanntes Recruiting-Video. Oder soll auf irgendwas aufmerksam gemacht werden? In unserem Fall soll auf irgendwas aufmerksam gemacht werden, nämlich auf das Thema Nachhaltigkeit. Und das ganze Thema grüne Energie und Nachhaltigkeit steht halt hier eben im Fokus. Das Vorgespräch mit dem Kunden können wir in unserem Fall uns sparen. Wir haben jetzt schon ein Briefing vorgegeben und haben auch schon die Kernaussage quasi definiert. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Der zweite Punkt wäre die Konzeption. Für mich eines der wichtigsten Abschnitte, denn hier wird alles geplant. Hier entsteht eigentlich schon der Film im Kopf. Später wird er noch gedreht und geschnitten, aber hier entsteht die Idee. Und wir haben ja jetzt schon die Kernaussage definiert. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was gemacht. Also wir haben schon geguckt, okay, das möchte der Kunde. Und jetzt geht es halt eben darum, das zu verpacken in den Film. Und da ist halt erstmal Brainstorming gefragt. Bei mir dauert das manchmal Wochen, bis ich dann wirklich auf den grünen Zweig komme und dann irgendwie die Ideen anfangen zu brodeln. Also manchmal, das kann man auch nicht erzwingen, das ist halt ein kreativer Prozess. Manchmal ist eine Deadline gut, weil dann wird man kreativ, manchmal ist es auch hinderlich. Aber in erster Linie ist es so, ich fange an mit einem Exposé. Also ich fange einfach an, erstmal, wenn ich gebrainstormt habe, mir einfach Sachen aufzuschreiben, das irgendwie in Text zu bringen. Beim Schreiben entwickeln sich dann auch wieder neue Ideen. Das ist dann wie so ein Schneeball, der sich dann so langsam zusammenfügt. Wenn ich noch nicht so konkrete Ideen habe, dann gucke ich vielleicht mir andere Filme an, lass mich da inspirieren und suche mir Moods raus, erstelle ein Moodboard. Das hilft mir halt immer sehr gut, weil ich kann erstens nicht so gut zeichnen. Ich bin nicht so der Storyboard-Typ, ich bin eher der Moodboard-Typ. Das heißt, ich kopiere mir Bilder aus Filmen, die ich mag, die mir auch gut gefallen,
die auch zu dem Stil passen, von dem Film, den ich machen möchte, und erstelle mir ein Moodboard. Da kriege ich erstens mal ein Gefühl für den Film, weiß schon ungefähr, in welche Richtung es gehen soll, welcher Style das sein soll und kann auch schon so ein bisschen mehr an Bildern denken. Ich bin natürlich auch Kameramann, deswegen denke ich auch mehr an Bildern. Also Moodboard ist für mich, vielleicht bei jedem anders, aber bei mir hilft das enorm. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Storyboard zu verfassen, also quasi aufbauend auf das Exposé. Im Exposé skribbel ich quasi meine Idee einmal runter, schreibe die Länge rein, was passiert, so eine Art Treatment-Exposé. Ne? Das ist so, ich würde sagen, eine DIN A4-Seite, vielleicht auch zwei, wo einfach grob die Geschichte ja einmal umrissen wird. Wie ist die Dramaturgie, wie ist der Spannungsaufbau, was sind die Protagonisten und so weiter und so fort. Alles ganz kurz erklärt. Und in einem Storyboard kann ich das halt eben noch mehr verfeinern und kann dann halt eben auch dazu Skizzen machen, also dazu auch zeichnen, kann die Einstellung schon definieren. Alternativ dazu gibt es noch die Shotliste, das ist auch eine sehr gute Hilfe, vor allem beim Dreh. Da könnt ihr dann schön abhaken, die einzelnen Shots. Und ihr definiert quasi im Vorfeld die Kameraeinstellung und sagt halt eben, das Bild wird mit oder im Weitwinkel gedreht, das ist ein Medium-Shot, das ist ein Detail. Und dann halt eben könnt ihr schon sagen, wann das gedreht wird, in welcher Reihenfolge, und so könnt ihr es dann einfach abhaken. Wenn wir mit der Konzeption durch sind, geht es schon in die Planungsphase. Also wenn ich quasi alles aufgeschrieben habe, kann ich anfangen, die Crew zusammenzustellen, weil dann weiß ich ungefähr, okay, was brauche ich dafür? Brauche ich dafür vielleicht einen Lichtoperator? Brauche ich dafür einen zusätzlichen Regisseur? Mache ich selber Kamera oder brauche ich noch einen zweiten Kameramann? Brauche ich einen Tonmann? Wenn die Crew zusammengestellt ist, Casting. Also ich brauche natürlich auch Leute vor der Kamera. Das heißt, ich mache eine Ausschreibung bei, sagen wir mal, Facebook. Das ist das Einfachste. Mache ich ganz oft. Ich schreibe einfach in Schauspielergruppen rein und definiere den Typen, den ich suche, wenn ich Schauspieler brauche. Oder höre mich halt eben in meinem Familienumfeld um oder im Freundeskreis. Und wenn es dann halt eben höhere Budgets sind, dann auch, ja, gehe ich halt auch wirklich an Casting-Agenturen und lassen mir dann ja wirklich Leute raussuchen, die dann auch zu dem Film passen. Location Scouting, auch ein sehr wichtiges Thema. Einfach um zu wissen, wo ich drehe, wie die Gegebenheiten vor Ort sind und auch wie, wenn ich draußen drehe, wie der Sonnenstand ist. Einfach zu wissen, okay, muss ich da vielleicht was ausleuchten? Was ist, wenn es bewölkt ist? Was ist, wenn es regnet? Können wir uns da unterstellen? Wie sind die Gegebenheiten? Ist da viel Verkehr? Muss ich da was absperren? Das sind halt alles Sachen, deswegen Location Scouting ganz wichtig. Das könnt ihr entweder analog machen, das heißt, ihr fahrt dahin, oder ihr könnt es auch digital machen mit zum Beispiel Google Earth, also mein bester Freund. Ich gucke dann halt schon bei Google Earth, kann dann in der 3D-Ansicht auch Drohnenflüge simulieren, indem ich dann halt eben mir die Perspektive schon einstelle und sehe halt ganz genau, wie es aussieht. Dann gibt es noch verschiedene Apps, wie zum Beispiel Sunseeker oder Sunsurveyor. Ich kann kein Französisch, Sunsurveyor, verbessert mich, wenn es falsch ist. Aber die beiden Apps sind ganz cool, da könnt ihr halt eben genau sehen, wie die Sonne steht und könnt halt eben so auch dann ja das Licht simulieren und wisst halt ganz genau, ich bin um 9 Uhr an der Stelle, weil da schönes Licht ist oder weil die Sonne dann da irgendwie durchscheint und geile Schatten wirft. Genau, deswegen auf jeden Fall den Sonnenstand checken, wenn ihr draußen dreht. Das nächste Thema, Genehmigung, ganz klar, wenn ich in der Stadt drehe, irgendwas absperre, irgendwie Verkehr blockieren muss oder Fußgänger anhalten muss, ja, den normalen Tagesablauf quasi blockiere, dann brauche ich auf jeden Fall eine Genehmigung, ganz klar. Auch wenn ich im Wald drehe und dann irgendwie mit einem Licht-LKW da ranfahren muss, dann brauche ich auch natürlich eine Anfahrtsgenehmigung oder eine Drehgenehmigung. Wenn ich aber im kleinen Team unterwegs bin mit 1, 2, 3 Leuten, kleine Kamera, mobiles Licht-Setup, irgendwie LEDs und alles so verlasse, wie ich es vorfinde, dann ist es relativ entspannt. Ich sage immer, wo kein Kläger, auch kein Richter, muss natürlich aufpassen, muss das immer individuell beurteilen und deswegen ganz wichtig, am Ende ist natürlich der Film online, wird gezeigt und dann muss man auch alle Rechte haben. Wenn dann einer fragt, ihr habt da auf einem Grundstück gedreht, ihr hattet keine Genehmigung, dann wird es natürlich kritisch. Das heißt, wenn ich auf Grundstücken bin, auch immer die Genehmigung holen und auch Panoramafreiheit da auch gucken. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die zu beachten sind. Deswegen Thema Genehmigung, Drohne sowieso, sobald ihr irgendwo fliegt, immer Genehmigungen holen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt dann euren Film online stellen, ohne dass irgendjemand rummeckern kann oder euch angreifen kann. Dann kommen wir zum technischen Part. Natürlich ganz wichtig, das Ganze muss gedreht werden. Ich brauche Technik dafür. Die Frage ist halt immer, was fahre ich auf? Brauche ich jetzt eine große Kinokamera, eine Arri Alexa, eine Red Scarlett oder Red Epic? Oder reicht mir eine Sony A7 III, eine DSLR, eine Systemkamera oder vielleicht sogar mein Handy? Ich persönlich finde, weniger ist oftmals mehr. Deswegen auf jeden Fall bedenken. Man kann, wie gesagt, mit dem Handy oder auch mit der Systemkamera sehr, sehr schöne Filme machen. Es muss nicht immer das große Besteck sein. Manchmal reicht auch eine kleine Kamera, ein schönes Licht, also eine schöne Lichtgestaltung am Set. Das ist
meistens sogar noch mehr wert. Überhaupt auch in den Abendstunden drehen, wenn ich draußen bin, orangenes Licht, früh zum Sonnenaufgang unterwegs zu sein oder halt eben, wenn ich drinnen drehe, wirklich schönes Licht zu setzen. Ist meistens sogar noch wichtiger, als die perfekte Kamera zu haben. Ihr seht schon, wir haben jetzt sehr, sehr viel geplant. Sehr, sehr viele Punkte sind wir schon durchgegangen, aber wir haben noch keine einzige Szene gedreht. Das ist nicht unüblich beim Film. Also man hat wirklich diesen Film am Ende, da gibt es auch eine sehr schöne Grafik. Da ist der Film quasi Oberkante des Eisberges, aber was alles darunter steht, diese ganzen Geschichten wie Vorproduktion, Nachproduktion, aber eben auch persönliche Sachen wie Scheitern, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt, all das sieht keiner. Und deswegen finde ich diese Grafik so schön, weil sie halt eben zeigt, wir haben oben diesen fertigen Film, aber was das für eine Arbeit ist, diesen Film zu produzieren, das wissen die wenigsten. Ihr wisst es jetzt, weil ihr einfach jetzt auch wisst, welche Punkte dahinter stecken. Die wichtigsten habe ich euch genannt und jetzt kommen wir halt eben zum Dreh. Und beim Dreh, wie gesagt, umso besser ich geplant habe, desto weniger Stress am Set. Ganz wichtig ist es aber, nicht alles kaputt zu planen. Also lasst euch auf jeden Fall Platz für Kreativität. Auch am Set einfach Sachen auszuprobieren oder Sachen, die geplant waren, einfach über den Haufen zu schmeißen. Zu sagen, ey, das war vielleicht doch nicht so cool, ich mach's jetzt anders. Beim Dreh selber ist es auch wichtig, B-Roll zu sammeln. Das heißt, ich habe ja meine Story, mein A-Roll sozusagen vorgegeben. Die Sachen möchte ich drehen. Aber manchmal auch zu denken, okay, ich nehme jetzt nochmal ein Bild mit. Das könnte ich vielleicht gebrauchen, vielleicht aber auch nicht. Aber ich nehme es mal mit. Das kann zum Beispiel irgendeine Timelapse sein von Wolken, die ziehen. Das kann ein Drohnenshot sein über eine grüne Wiese, weil die Sonne gerade schön ist. Und das kann man halt später einfach nutzen, wenn man zum Beispiel über Beispiel grüne Energie spricht. Kann man zum Beispiel diese grüne Wiese nutzen, hat eine Metapher dafür. Und vielleicht hat man das im Vorfeld gar nicht so im Kopf gehabt. Deswegen immer offen sein für B-Roll, wenn ihr Sachen seht und denkt, oh, das könnte noch gut passen. Das nehme ich auf jeden Fall jetzt nochmal mit. Und deswegen also B-Roll auf jeden Fall nicht zu verachten. Zusätzlich würde ich auch gucken, dass ihr die Perspektiven wechselt. Also geht ruhig mal runter in die Froschperspektive, geht mal hoch, macht eure Kamera vielleicht auf einen Einbeinstativ und geht wirklich mal hoch auf 2-3 Meter oder sucht euch irgendwelche Plätze, interessante Perspektiven rausfinden. Also nicht immer alles irgendwie aus Augensicht oder Schulterhöhe, sondern auch mal runter, hochgehen, Perspektiven wechseln, ganz wichtig. Aber auch Einstellungsgrößen wechseln. Das heißt, ich habe ein Bild, was sehr weit ist, also ein Wide Shot. Dann mache ich aber mal ein Detail, schneide ein Detail dran, gehe richtig nah ran. Dann gehe ich in den Medium Shot, also in eine Halbtotale. Und das heißt, ich wechsle die ganze Zeit meine Einstellungsgröße. Und so kann ich ja eben auch nochmal viel mehr Spannung und viel mehr Abwechslung erzählen, als wenn ich alles nur mit einer Brennweite drehe. Also alles mit 24 mm, alles weitwinklig so. Das ist halt, dann sehen die Schnitte auch nicht schön aus. Also ich brauche beim Schnitt auch immer Abwechslung. Deswegen auf jeden Fall Perspektiven wechseln und Einstellungsgrößen wechseln. Seid auch offen für neue Sachen. Das heißt zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit Hyperlapses. Timelapses kennt ihr, Hyperlapses ist dasselbe, nur bewegt vom Gimbal. Das sind zum Beispiel schöne Effekte. Oder einfach Übergänge. Ich kann ja auch schon im Vorfeld mir Übergänge überlegen. Wie komme ich von dem einen zum anderen Bild? Gibt es vielleicht eine coole Bewegung, die ich einleiten kann? Oder kann ich das über eine Zoom-Transition später machen? Auch da Übergänge ist nochmal ein Thema für sich, aber auch gucken, dass ich mir sowas im Vorfeld überlege. Oder beim Dreh dann auch vielleicht einen Geistesblitz habe und sage, ey, das mache ich jetzt so, wenn ich die Zeit habe, auf jeden Fall machen und in neuen Bildern denken. Also nicht immer so festgefahrene Bilder, sondern wirklich auch mal Regeln brechen. Auch mal über die Achse springen, wenn es cool ist. Also es muss nicht immer alles perfekt sein. Und es muss auch nicht immer ein 50. Shutter sein. Es darf auch mal ein 200. Shutter sein. Ja, wenn ihr dann zurück seid vom Set und habt alles im Kasten, dann seid ihr wahrscheinlich erstmal froh. Aber dann beginnt die eigentliche Arbeit, die Postproduktion. Der Schnitt ist auf jeden Fall, finde ich, eines der wichtigsten Phasen der kompletten Produktion, weil wir eben da auch den Mut, die Stimmung, alles bestimmen. Wir können mit Musiken ganz viel arbeiten, wir können mit Schnitten so viel manipulieren und in eine andere Richtung lenken. Der erste Schritt in der Schnittphase ist bei mir meistens die Musikrecherche. Ich nutze dann meistens das Rendering oder wenn ich Proxys render, nutze ich dann meistens die Zeit, um Musik rauszusuchen. Da habe ich verschiedene Plattformen, überwiegend nutze ich da Artlist. Und da findet ihr unten in der Beschreibung auch einen Link. Wenn ihr da drüber geht, kriegt ihr 2 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn ihr ein Abo abschließt. Und könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Die haben sehr coole, finde ich, sehr moderne Musik. Und da habt ihr eine Flatrate, da bezahlt ihr im Jahr, ich weiß es gar nicht, Summe X und habt dann halt eben eine Flatrate. Könnt alles runterladen und alle Musiken verwenden. Und das nutze ich dann für meine Musikrecherche. Und suche mir erstmal ganz viele Musiken raus, die passen könnten. Wenn ich dann die Musik gefunden habe, dann fange ich an mit dem Schnitt. Und da habe ich natürlich dann auch im Vorfeld mir schon die Story
im Exposé schon aufgeschrieben und kann dann quasi anhand meines Exposés oder meiner Storyline das Ganze dann auch zusammenschneiden. Nach dem Schnitt gibt es dann noch so Sachen wie Grading, also quasi Farbkorrektur. Das heißt, ich mache erstmal eine Farbkorrektur, wo ich dann eben die Farben anpasse, vielleicht irgendwelche Farbstiche rausarbeite und am Ende das Ganze mit einem Look versehe, also mit einem Grading. Möchte das Ganze vielleicht eher freundlich haben, also sehr hell und bright, oder möchte ich es vielleicht ein bisschen moody haben? Wenn euch diese ganzen technischen Sachen interessieren, wie zum Beispiel Farbkorrektur, Farbprofile, wie halte ich meine Kamera richtig, wie richte ich mein Gimbal ein, wie kann ich meine Kamera auf eine Drohne packen, all das findet ihr auf jeden Fall in meinen Tutorial-Videos. Checkt die Playlist mal aus, da könnt ihr euch wirklich so Step-by-Step durcharbeiten und hoffentlich noch einiges lernen, was die Kameraarbeit angeht und vor allem auch die technische Umsetzung. Hier soll es jetzt aber wirklich nur um die einzelnen Steps einer Imagefilmproduktion gehen. Und da sind wir mittlerweile auch schon sehr weit fortgeschritten. Wir sind mit der Postproduktion eigentlich fast durch, außer ich möchte noch mit einem Sprecher arbeiten, dann würde ich halt eben noch einen Sprecher engagieren über eine Sprecherdatenbank. Nach der Postproduktion kommt dann eigentlich nur noch das Marketing. Dafür ist ja dann eigentlich meistens der Kunde selber zuständig. Die haben ja dann ihre Marketingabteilung. Aber manchmal macht man ja auch einen Imagefilm für ein kleines Unternehmen, die vielleicht gar nicht so ein Marketingapparat haben oder vielleicht auch für sich selber. Ich mache ja auch viele freie Arbeiten. Im Hintergrund hängen so ein paar Filmplakate von Sachen, die ich selber gemacht habe. Das heißt, das sind keine Kundenarbeiten, sondern das sind freie Projekte. Und die vermarkte ich dann zum Beispiel über meine sozialen Medien, also Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Mache verschiedene Formate, das heißt in 16:9, in 1:1, in 9:16. Und gucke halt eben, dass die wirklich Reichweite bekommen. Wenn natürlich Werbebudgets vorhanden sind, dann kann man auch die Paid Ads nutzen. Also da kann man natürlich dann auch schöne Kampagnen erstellen. Muss man sich dann vielleicht mit einer Agentur zusammenschließen, die darauf spezialisiert ist. Aber da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Das ist dann aber auch schon wieder Next Step. Deswegen will ich da auch gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall so die Herangehensweise bei dem Imagefilm, wie ich das Ganze mache, meine verschiedenen Steps. Und jetzt bin ich gespannt, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet und wie du diese Tipps und Tricks nutzt, um deinen eigenen Imagefilm für Bayernwerk zu produzieren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann haut's in die Kommentare. Ich probiere euch da auf jeden Fall zu helfen und für Start zu sein. Bin sehr gespannt, ob ihr mitmacht. Und wenn ihr mitmacht, dann haut es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie viel ich dazu bewegen konnte. Und vor allem auch, wenn ihr mitmacht, dann haut eure finalen Filme unten rein, wenn ihr den irgendwann mal bei YouTube hochladet. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein und lasst mir ein Abo da, Glocke an, Kommentar, Like. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.